the dark side, 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 side. Wo sind denn hier Skorpione? Hier unten im Eck. Wir sind noch gar nicht over. Ja, er hat sie runtergepult. Ja. Weil er oben war und geguckt hat, sind die jetzt nachgelaufen und nach unten gesprungen. Hälfte, Hälfte, Hälfte. Nein, dann ziehen wir die runter und machen die unten kalt dann. Ja, würde ich auch sagen. Viechchen, dürfen wir schon runterpullen, oder? Ja, tötet die jetzt, die ihr unten habt. So, okay, wieder zurück, Jungs. Hier wieder weg. Mädels. Wo habt ihr denn unten Skorpione? Bin ich jetzt... Echt? Da, wo wir eben gerade waren. Warum sind die jetzt hier oben? Oh, die Jungs rennen einfach los, ohne zu warten. Ich merk's. Ja. Molte ist hier, ich bin jetzt auch da, Molte. Können wir abholen. Kill du die Gebolaten. Ja, ich hab nicht mehr viel Schuss. Ich hab dir nur warte, ich komm runter, ich hab Schwert, Sekunde. Oder auf Crazy, die umarmen dich. Ja, ich bin stuck. Ja, Leute. Schlag. Helfer? Ich werd dann ausgenockt, wenn ich jetzt schlagen würde. Warum wirst du dann ausgenockt? Oh, ey, jetzt mach einfach. Du wirst sowieso ausgenockt von den Skorpionen, wenn du nicht stellst. Ich töte ihn. Oh, ja. Ich kann, hab's gesagt. Kann. Alter, Lukas, ich dachte hinten bei. Ja, jetzt hab ich nur noch Brust. Profi. Leute, ich pack woher okay. Kommt die Spinne hier? Leute, ihr habt mich gebollert. Ja, und ja, ich warte, bin fast tot, weil oder nicht sofort. Bist du? Da vorne bei den Skorpionen. Ja, du kannst auch stehen, ne? Ich bin geboren, ich bin betäubt jetzt. Also bin Leute, ich bin bleib von den Skorpionen hier weg. Jo, GZ, wurde ich gebolert, Öni. Yep. Ich ja, Leute! Betäubt. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Mach die Augen auf. Ja, bei mir, ich hatte gerade einen Leck. Sorry. Ich wurde aber auch gerade mit einem Leck zurückgesetzt. So, ich habe jetzt mein letztes Leben, also ich kann das nicht mehr vorgehen, ne? Ich hab jetzt auch keine Munition. Nichts mehr. Ich hab dich befreit, du musst eigentlich wieder laufen. Ich kann die Schlafsäcke in der Höhle. Dankeschön. Die Schlafsäcke in ich der Höhle. Ich töte den hier. Auxi, ich töte ihn. Ja. Hab ich. Als ob ich jetzt Cooldown oder so eine Schlafsäcke mache jetzt. Wer ist denn. Sachen liegen. Ach, Molte. Du hast hier Sachen liegen, ne? Lol, ich bin irgendwo oben. Molte? Ja, Molte ist gestorben. Achso, ja, weil hier die Leiche nicht liegt, sondern nur der Sack da. Ja, die haben die Skorpione abgeworfen. Oh, muss ja geschmeckt haben. Naja, nicht wundern, ich sterbe jetzt gleich nochmal, weil ich irgendwo oben am Strand gespawnt bin, obwohl ich gar den Schlafsack rausgekriegt habe. Ich recke erst mein Leben, weil ich habe nur noch 50. Ich weiß nur, ob ich da schon wieder Skorpione komme. Das sind die restlichen, wo oben noch sind. Achtung, Impi, Beton. Ich töte den. Dann gehen wir nach dem einfach hoch. Ja, das Problem ist, wir hitten uns gegenseitig viel zu oft. Aha. Ich weiß, und das macht's eigentlich sogar schwieriger. Umso mehr Leute, umso schwieriger ist es. Nicht wegen den Tieren, sondern mehr, weil man sich gegenseitig tötet. Yep. Ja, ich sag mal so, den Hauptschaden habe ich jetzt auch durch das Hit von. Ja, ich auch. Ja, ich hab Glück, dass ich tot bin. Es war halt. Aber so wie ich Viechern kenne, wird wahrscheinlich hinter den Skorpionen dann noch zwei Stück sein, wenn ich. Also wenn noch zwei kommen, dann könnte es lustig werden. Ja, also nach den Skorpionen kommen noch zwei Wellen, ja. Boah, Alter, kann ich sogar richtig gut raten. Solange man die Viecher bolern kann und gut bolt, geht es. Das Problem ist, aber wenn wieder Alpha-Raptoren kommen oder sowas, oder. Ich denk mal Kano oder Alpha-Kano, Rex, sowas in. Alpha-Kano. Kano wäre zu OP, dann wird man es nicht schaffen. Ja. Alpha-Kano kannst du mit Nahkampf nicht töten. Das geht nicht. Also schon, aber dauert. Bis. Ja, es geht erst durch die linke Tür, da sind noch ein paar Skorpione drin. Molte wieder da? Ja. Nessus, soll ich erst bolern? Wow, ganz ruhig, ganz ruhig. Erstmal bolern. Direkt bolern hier vorne. Ich hab nichts mehr, ich bin nackig. Ich hab auch letztes Leben. Okay, ich hab auch noch zwei Rüstungsteile. Ja, meine letzten Teile, die noch halbwegs in Ordnung sind. Nessus, hier ist so Boah, das sind ganz viele.
Ja, ja, ich weiß. Haschsaal! Die vorderen, ja? Ja, los, vor! Los, vor, ich lenke die anderen ab, scheiß drauf. Kommen die auf die Foundation hier nicht hoch? Doch, doch. Ich habe aber keine Bola und nichts, Leute, ich kann nichts mehr machen. Ich kann dir Bola geben. Hast du ihn mit Bola gesehen? Alles klar. Ich habe auch welche. Nee, nee, die da vorne sind wieder frei. Ja, ich bin am tun. Einer gebonert. Es muss halt so mal einer Bike gebonert. Derjenige muss halt wirklich durch oder nur nichts anderes. Mach ich ja gerade. So. Irgendwas Gefühl, ich treffe das Vieh gar nicht. Oder doch, da tut sich ja was. Gut, Bola, beide Kühe. Wie sieht damit Leute auf? Das ist meine Benommenheit. Irgendwas. Ja, geh weg da. Ja, ich. Willst du nicht vielleicht lieber schon das Pfeile durch? Mag denn jemand hier bei mir holen? Ich bring mir mit rein. Einer ist wieder gebolert hier vorne. Achtung, ja. Poppy. Da sind zwei Stück hinter mir. Hast hier. Du das irgendwie hat sie keine Pfeile mehr. Ich hätte auch noch eine Pike für irgendwen, die habe ich gerade gelootet. Irgendwie. Aua, irgendwie. Zum Glück hast du sie kassiert und nicht ich. Du, ich hab 100 HP. Ja, aber du hast Schwert, ich wäre weggewählt. Crazy, geh mal ein Stück zurück, bitte. Ich weiß nicht, ob ich... Wir brauchen am Ingang nochmal Alter, Bola. Crazy, ne? Ich treffe dich jetzt nicht. Am Ingang nochmal Bola. Jo, komme. Ja, ich komme. Ich habe nochmal Pfeile für Impi. Ich gehe Bola an Böni. Alles klar, ich guck, ob ich looten kann. Ich bleib hier einfach mal stehen und warte noch. Abend. Direkt vor Impi. Impi, guck mal hier, ich hab noch ein paar Pfeile für dich. Ein paar viele. Achso, ich hab also drei Pfeile. Ich kann dir drei noch geben. Impi? Sammeln. Wie lang haben wir Zeit, bis wir die nächste Wave machen müssen? Warum? Weil ich gesagt hätte, wir tun jetzt erstmal alle hinlegen und erstmal ein bisschen Leben recken. Also ich würde vielleicht erstmal also gucken, was jetzt kommt. Bei so ziemlich allen sofort weiter. Ich soll jetzt sofort weiter. Ja, wir können jetzt ziehen. Ja. Wo geht's denn weiter? Wieder vorne raus oder wie? Ihr müsst wieder zurückkommen und dann geht's die Treppe nach oben weiter. Also ich hab noch 442 Leben. Also ich hab noch drei Schlafsäcke. Also es geht noch, es geht jetzt ein Stück bis wir oben sind. Und bei dem nächsten Raum, also ich würde euch bitten, erst Abstand von der Türe zu nehmen. Denn dieser Raum ist ein bisschen tricky. Megalania. Ja. Was sind das für Viecher? Sobald du getroffen bist, kannst du sagen, du bist tot. Oh. Weil die so ein scheiß Gift haben. Oh. Ich du hast noch gar nicht gesehen, von daher. Ja. Trotzdem, wenn's Megalania sind, dann sind wir am... Also, der wenn ihr alle da seid, erklärt. Wenn's die Tausendfüßler sind, ist die Rüstung Witch. Ja. Nein, Tausendfüßler gehören nicht zur Prüfung mit dazu. Und Tausendfüßler... Statt da vorne rumzuzappeln, weil... könntest du dich healen mit deiner Retterei. Das sind ungefähr 20 Dire-Bier. Dire! Ja, Dire-Bier. Level 3. Was? Oh mein Gott! Haben wir Fernkampfwaffen, aber Nahkampf kriegen wir die nicht? Ich hab 4 Speere. Ja, aber ich hab einen feinen Bogen und einen Crossbow. Ich hab ne Bola. Ich hab ein Schwert und so ein komisches Messer. Ja, lass mich also, vielleicht erstmal erklären. Der trickige Teil an diesem Raum ist es, wenn ihr es alle schafft, ans andere Ende des Raums zu kommen und an der Türe zu warten, als geschlossene Gruppe dann dort zu stehen, ohne Aggro gezogen zu haben, könnt ihr diesen Raum auch ohne Kampf bestehen. Leute, hier runterziehen einfach.
Ne, wir dürfen keine Akkus ziehen. Du hast schon zugehört. Achso. Wenn ihr durch, wenn ihr es schafft, an den Bären vorbei zu schleichen, zur hinteren Tür, dann müsst ihr sie nicht töten. Wenn ihr Akku zieht, müsst ihr sie töten. Ganz kurz, ich würde sagen, dass einzeln gegangen wird und nicht als Gruppe. Also wir schleichen durch. Viel Erfolg, Jungs. Na, super. Ich gehe mal als erstes, ich probiere das mal. Wichtig ist halt, ihr müsst alle hinten stehen. Also einmal, ich mache jetzt erstmal die Tür auf, seid ihr alle weit genug weg, damit ihr nicht Akku zieht, wenn die Tür schon aufgeht. Ich wenn ein Bär rauskommt, ist es natürlich ja, wow. seine Entscheidung. Das ist dann. Nee, sonst hinlegen. Ja, ich guck grad. Nix gucken, da ist eine direkt rechts, Alter. Ja, ich hab's schon gesehen. Wenn der jetzt Akku hat, sind wir gefickt. Nee, so weit ziehen die nicht Akku. Der steht direkt hinter der Tür, die ziehen durch die scheiß Wände Akku. Ich weiß, wie die Akku ziehen, keine Ahnung. Jesus kriegt das hin. Ich warte am Ende, am anderen Ende auf euch. Ey, ja, weil da, wenn man nämlich gerade was gesehen, ich hatte nämlich einen Fehler gemacht. Ganz kurz, noch mal eine Frage. Wenn man durch ist, ist dann da hinten irgendein Safe-Raum, wo man warten kann oder ist man da hinten immer noch angreifbar? Naja, also wenn es ein Kollege von dir nicht schafft, dann... Dann musst du ja auch kämpfen. Ja, aber so, dass man da, wenn man schon durch ist, dass man da hinten nicht mehr Akku ziehen kann. Nee, das ist gekriegt. Ey, kannst du knicken, das kriegst du nicht ohne Akku zu ziehen. Ja, kannst du komplett vergessen. Ja, mit Akku. Das ist so aber eng, du ziehst dir Akku. Du ziehst schon alle! Ja, ich muss, ich bin ja gerade am Rotieren. Aus nach unten, Leute. Aber ihr habt doch jetzt schon Akku, das heißt, ihr könnt jetzt eh alle rein, oder? Ja, du kannst definitiv Akku jetzt drin, 100%. Wenn wir Akku ziehen, können wir ja nicht mehr einfach durchlaufen, von daher. Hat's Edgewipe ohne Akku ziehen gepackt? Nein, das schaffst du nicht. Zwei? Ja, ne? Niemals, das ist gelogen, das ist komplett gelogen. Die hatten wahrscheinlich einfach besseres Glück, weil sich die Bären besser verteilt haben. Aber zwei Stück haben es geschafft ohne Akku. Hast du die Akku weg? Ich hab keine Akku mehr, ich hab keine Akku mehr. Was ist, wenn wir Akku wieder verlieren? Ja, aber wie will ich denn jetzt durchkommen? Du hast eine Wall gemacht. Die hängt ja, ich zieh die jetzt so, dass wir durchkommen. Jesus macht das. Dann bitte alle durchschleichen, denn wenn wir schleichen, tun sie uns nicht so schnell bemerken. Schleichen ist das ganz normale langsame Gehen, oder gibt's da noch ein extra Schleichen? Das ist mit C. Achso. C ist Schleichen und das andere ist Kriechen. Wobei die jetzt alle... Also aber rauslocken, sodass wir keine Akro mehr haben, dürfen wir nicht, ne? Nein, also es müssen schon Bären drin sein, durch die ihr auch durchschleicht sonst. Ja, ja, aber wenn Sinn. Wir jetzt ein paar rauslocken. Oder einen zum Beispiel. Ich bleib bei euch. Ich zieh die jetzt so weit, Leute. Gebt mal bitte ein bisschen weg, dass ich die so ziehen kann, dass wir noch zwei, drei Bären drin haben. Alle dank dich. Nein, ich zieh keine Akro. Achso, ich zieh die gerade. Ja, für nicht. Renn runter. Geht nicht zu uns hier hin. Digga, renn doch runter. Messers, renn doch runter. Mach doch mal langsam, bleib doch mal ruhig. Lass mich doch mal arbeiten hier. Das sind fünf Stück weg, das reicht bald schon, ne? Echt so. Leute, ja, es sind nur noch drei drin. Reicht doch, die drei Stück. Seht ihr? Leichen. So, die müssen halt nur noch hier oben. Es geht einmal weg. Ja, okay, ihr müsst jetzt durch die fünf hier oben auch noch durch. Also, runterziehen dürft ihr die jetzt nicht. Leute, guck mal, die haben keine Akku und ich drück C. Auf, komm, durch. Alles ich bin schon ohne. Ich hab keine Akku, bin ohne. Oh, einer hat Akku. Irgendwer hat. Ja, ich hat's. Ich bin tot, bin raus. Wir werden mal wieder Akku verlieren lassen. Die laufen einfach an mir vorbei. Ist ja. Nein, die laufen doch nicht an mir vorbei. Weil sie nicht zu mir! Ich bin jetzt am anderen Ende wieder! Ja, ich hab Fauxi gemeint, ich hab Panik geschoben. Och man, Fauxi! Ich komm, da nicht hoch. Leute, jetzt alle anderen schnell. Ey, der hat mich in die Mauer festgehauen. Ich geh doch mal weg da. Scheiß. Boah, ich hab keine Akku. Uni auch nicht. Ja. Also ja. Dafür werde ich sie nicht mehr los. Ich bin durchgeschlichen, die ganze Zeit in der Hocke bin ich durchgelaufen. Bär und Mauer. Nessus, du bist komplett raus, wie war das? Ich bin komplett raus, ja. Indy, beweg dich. Dann kann aber jemand noch deine Rüstung mitnehmen. Er hat ich hab keine Rüstung mehr. Ich hab schon alles gelootet. Wie viele sind wir jetzt noch? Ich kann mich nicht bewegen. Hab schon gelootet. Oh nein, dann kommt einer mit Akku. Ja, jemand zieht gerade alle Bären wieder rein.
Molte! Molte! Nein, ich bin unten bei euch. Bauxi, ich bin noch oben. Bauxi ist gestorben. Egal. Wenn ich Bauxi, wie viel Leben hast du noch? Warte, ich muss erstmal wieder aufstehen. Ich hab 1360. Jetzt nein, wieder. Ich meine, Säcke. Jetzt noch schlafst du. Einen. Komisch, ich hab noch drei und du, Impi? Mhm. Ich schaff das nicht. Guck mal meinen schicken Hut an, Alter. Siehst du das? Made in China. Geschweige denn, dass ich jetzt den Weg wieder. Also als Tipp, ihr beide seid ja auch noch fast null Rüstung. Was? Sag ich mal. Was? Meine Rüstung ist alles kaputt, Alter. Ihr habt sie aber. Ja, noch an. Okay. Ich bin noch okay. In Vollrüstung. Ja, ich nicht mehr Helm und. Sind jetzt alle durch? Ja. Ja, mit, nein, ich suche euch noch. Doch was aus dem Schädel. Bauxi ist noch oben. Ich muss euch das finden. Hä? Ist Öli durch? Ah ne, halt. Legt euch aber alle hin, nennt es die Bären trotzdem Akku ziehen. Bitte. Oh komm, ihr habt doch schon fast alle rausgezogen. Ja, aber Fauxi kommt nein. Doch nein! Also falls ich hier durch muss, hier ist eine Türe zu. Oh fuck. Unten alle! Nein, es gibt teilweise zwei Türen, du musst mal gucken. Ich hab's wieder. Idee, lass den Alpha Kano gegen die Dire-Bären kämpfen, bitte. Ach, da sind noch welche. Den da rausbekommt, die Dire-Bären da rein. Ist das erlaubt, Feche? Was? Wenn wir die Dire-Bears nicht töten und dann gegen den Alpha-Kano kämpfen, dass wir die Dire-Bears gegen den Alpha-Kano locken. Nein. Okay, das heißt, wir haben alle verkackt. Ich hab nur keine Ahnung, wo ich gestorben bin. Ja, okay, einer muss jetzt rumfliegt. Crazy, wir haben noch Schlafsack. Ja, schön nützlich. Wir werden wohl herhalle müssen. Ja, wenn die Rüstung weg ist, kann man nichts mehr machen. Oder Leute, wer hat Waffen mit Schuss noch? Ich hab. Nein. Also hier ist ein Schrank. Ihr könnt ja hier zusammentauschen und mal gucken, was ihr habt, sodass ihr. Ja, das Problem ist, der Dire-Bär hat was gegen den Schrank. Molte. Achtung, legen Oschi! Ich sehe hier unten. Molte hinlegen! Molte, wie viel hat der Schild noch? Gucken wir nach. Ich hab auch drin noch einen Schrank. Meins hat 6800. Fauxi, wie lange brauchst du noch? Ich weiß, ich hab hier unten schon zwei Bären, wenn die mich jetzt umhauen, könnt ihr ohne mich weiter rein. Renn einfach durch. Das Problem ist, wenn der Bär sich zu uns dreht, sind wir fällig. Wenn ihr, weil ihr die halt rausgelockt habt, laufen die jetzt hier unten schon rum. Oh, ich hab ein Standbild. Ja, Fauxi hat noch einiges an Rüstung. Alter. Wenn ich sie wiederfinde. Könnt ihr nicht ohne mich weiter rennen? Crazy, krabbel rückwärts! Stellen, krabbel rückwärts! Vector! Alter! Und der zweite kommt gelaufen! Oh, das ist mehr. Foxy, mach! Hetz mich nicht! Foxy. Hetz mich nicht! Jungs, es wird wärmer im Eck! Es wird wärmer! Ich hab mir einen fahren lassen! Ich hab Bären gegessen! Nein, Bär! Oh fuck! Weg da alle zurück! Ich weiß nicht, zum Bär oder zum Kanu! Also mein Loot kann ich vergessen, da läuft ein Bär drauf rum. Scheiße. Also ihr müsst da jetzt auch reinkommen, ohne dass der Bär euch sieht. Okay, wer hat noch Schild mit richtig viel Durop? Ich kann Schild. Es steht ein Schrank, ihr könnt an dem. Ich komm an mein Loot nicht dran. Wie viel Durop ist der? Der ist gelockt, ich hab noch 4-6, aber ich würde mein Schild dann erstmal aufdenken, während ihr drauf schießt. Warte mal, wie viel hat euer. Kommt das Kanu links auf deiner Stelltruf? Muss ich mein Loot mitnehmen? Auf deiner links? Nein, ja. Das Alpha-Kanu kommt dann hier in den Fischchen? Drauf. Muss ich mein Loot mitnehmen? Und rechts der? Ja, komm. Du musst nicht, aber es wäre halt praktisch. Ja, das kann ich komm da nicht dran. Hat aber auf den hier vorne, wenn wir ganz oben drauf kommen würden, dann wird es nicht hoch. Versuchen muss, Kanu hatte ich gerade nicht. Ey, warte, ich glaube, ich kann da durch. Brauch noch ein Schild, ich hab ein Schild mit 5-7. Ich komm da nicht hoch. Ich bin bei euch, aber ohne Loot. Ja, da kommt man locker durch. Und die gehört? Rettet euch da, Tanner Schusswaffe? Ja, Fauxi, Fauxi, versucht mal Loot zu holen. Ich geh da nicht nochmal rein. Ich bin gerade da durch, ohne alles. Achtung! Wir sind im Raum. Achtung, Öni durchgezogen. Ja, ich weiß. Also ich bin nicht mehr im Raum, Leute. Ey, scheiße, hätte ich jetzt eine Schusswaffe, ich könnte hier komplett von draußen abschießen. Wenn ihr den in die Ecke lockt. Ich bleib einfach hier unten auf dem Boden. Fähchen? Was ist, wenn wir alle rauskommen? Hä? Wie rauskommen? Ohne den Alpha-Kano zu töten. Gibt's keinen draußen. Auf Feuer!
Was? Übernimmt ihr noch? Was soll der Scheiß? Kannst du mich wieder reinlassen? Ich will Loot. Ja, warum bist du raus? Wie viel Leben hat das Team anders gebracht? Ich hab gerade irgendeine Spitzhacke gecraftet, eine Pfeile gecraftet, ja, die dann von draußen mit abschießen. Weil ich hab gar nichts, mein Loot liegt da drin. Ja, von daher. Achso, ich Pfeile? Leute, ja, Leute, Leute, eine alleine, ich nehme ihn allein, in Kreis laufen. Ja, dann mach. Alle schießen! Nein, alle weg da, ich nehme ihn alleine. Er hat ja, schon. Mach! Ja! Verpiss euch alle in der Ecke, sorry, dass ich so sage, aber. Oh fuck. Ja. Wurst ist weg. Gibt's eine Statusmeldung, wie viel Life der noch hat, so circa? Nee. Welchen? Also er blutet schon ein wenig. Au. Er setzt ihm zu. Alter, übernimm du mal mit deinem scheiß Schild. Ich bin draußen. Übernimm du im Kreis laufen und schlagen. Wenn... Ich hab das schlagen, eben. Nee, krieg ich nicht hin, wenn er mich zweimal trifft, bin ich rück. Ich bin wieder drin. Komm rein. Heute übernimm du kannst besser. Kreislaufen und schlagen. Einfach tanken. Betonende, rausgehen. Kann ich eure Rüstung haben? Da kann ich hab nichts mehr. Ich bin tot, nimm, ich komm wieder. Ich kann ja, ihr habt noch an. Da kann ich wenigstens übernehmen. Ich hab noch an. Ich hab nichts an. Meine ich ja, Beton. Was für Schwert hast du? Brauchst du einen Kopf? Ja. Ja. Mm, I one-hitted mich halt. Nicht und ich wusste jetzt gar nicht, ob ich ihn getroffen hab. Was hat dein... Schieße, er dreht völlig ab! Ich hab ein Messer mit, 200... Nutzen's, dass er die Leiche fixiert! Nutzen's doch! Hallo! Leute, wie er die Leiche fixiert, hopp! Ich lock mich da mal ab. Bogen! Ich komme. Betonski! Töte dich doch einfach. Ja, mach ich grad. Oh, super crazy, ganz danke. Du hast nur von dem Aggro auf die Leiche weggemacht. Ja, es war sau easy grad. Ja, ist es grad für mich auch. Ich töte ihn jetzt. Sagte er, als er starb. Wenn das Kreuz rot wird, habe ich ihn getroffen, ne? Ja. Cool, ich treffe. Er ist gleich tot. Oh. Gelb heißt, ich habe einen von euch getroffen, ne? Ja. Crazy hat aber nichts gesagt, also schnell weiterschieben. Er ist gleich tot, ich hab ihn jetzt. Komm, stirb. Aua. Hier, komm. Ich hab dich doch gleich. Baby, ich hab dich lieb. Ja, yeah, ich hab. Ich bin raus. Ich muss auf. Ich bring mich eben um. Tschüss. Ja, also zwei Minuten brauche ich noch, um mich umzubringen. Milliliter muss ich vor der Wind. So, hatte jetzt noch wer Rüstung von euch dabei? Ja, ich hab jetzt noch Rüstung. Ich nicht mehr. Warum ich hab nach mehr. Oben hin das zu. Hab ich Molte, Molte hat jetzt hier Rüstung. Da durchzukommen. Ich hab welche, warum ist die nach oben hin zu? Leute, in die Tür ist zu. Weil ihr nicht wieder raus sollt. Ja, aber kriegt ihr ja wohl rein. Es ging doch mal um die Haut von der Krokodile. Ja, genau. Ich würde gern von oben wieder rein. Viechel, mach du Inventory-Check. Ganz einfach. Genau, darum geht's. Was soll man machen? Ja, soll man Gasgranate her und... Ey, guck mal, da ist doch ein Schrank. Dann dürfen wir in den Schrank laden und gut. Ja, die Haut fängst du rein. Und dann guckt sie, was wir behalten dürfen und fett. So, ich bin dann weg, komm morgen. Jetzt, und dann, was ist jetzt event-technisch? Ey Leute, das Vieh hatte 55.000 Leben, so viel zum Thema, ja, das schaffen wir doch nicht. Also was ist jetzt der Plan, alles rein? Hier, alle vorm Schrank stellen. Molte. Okay. Ja, nimm die eine Sarkohaut raus. Achso, da. Ne, ich mach alles hin und dann sagst du, was man behalten. Also ich mache euch dann ja, sowieso alle K.O. Und ihr packt einfach in einen Schrank das, bei Alpha was ihr behalten wollt. Einfach nur Leben höher. Recht. Ich bin rausgeflohen, nutz es. Rechter Schrank, was wir behalten wollen, also die Sarko heute in rechten Schrank alle. Mich hat's vom Server K.O., also mich kann man schon mal checken. Doch, Alpha du bist gestorben beim Alpha Khan. Hä, nein. Ne? Okay. Nee, ich hab den 101 genommen. Ich hab mich bewegt. Ich hab's vergessen. Ich hab die Rüstung vom Betonende mir geschnitten und hab dann halt. Aber ich bin noch nicht in Nähe von Loot. Ja, bleib bitte da hinten stehen.
So, wer ist das nächste? MP rutscht bei mir durch die Gegend. Bei mir auch. Ohne Füße. Bewegen. MP, so viel. Ich hab's gegönnt, Alter. Aber ohne Betonende seine Sachen hätte ich niemals geschafft. Danke, ey. Kein Problem. Schon, ihr habt die Sachen, die ihr gerne mitnehmen wollt, habt ihr in den Einschrank gepackt. Ja, in rechten Fähchen kannst du ihm entweder Stimmbären geben, dem heute. Lass ne Leid. Der muss schlafen. Also zur Belohnung. Es ja. gibt 500 Element, sicher? Ja. Und dann dürft ihr jetzt aus drei möglichen Loot-Optionen wählen. Option 1, 100 Schuss jeglicher Munition, die ihr haben wollt. Auch von den OP-Waffen. Option 2, 5000 Ressourcen, außer Element, Elementsplitter und schwarze Perlen. Und Liquid-Element, zählt auch dazu. oder Brown Pearls, was es da gibt, also das ist nicht mit drin. Mhm. Und Option 3 ist eine 10er Vote-Belohnung, also nur das Tier. Dann das Tier, oder? Ja. Geht's wieder Dodo? Warte. Was? Ja, okay, die Sarko-Wagen können wir jetzt selber fahren. Warte, jetzt haben wir geguckt, dass ihr hättet gern diese zwei Sachen. Also, Element haben wir auf jeden Fall. Ressourcen auf teilen. 5000, Molte, wir gehen eine Stunde fahren und haben mehr. MP. Also Molte. 5000, komm. MP. Molte. Du warst gerade an der Leiche dran. Ja, ich weiß, ich habe aber nichts gelootet. Oh, nicht bei uns! Wieder in die. Wieder rein. Darf ich wenigstens rausrennen? Ich fall schon um. Ja, du bist aber der Weg, dem ich das jetzt gemacht habe. Ja, ich weiß. Ey, dann bring nur um, da ist der schon mal weg. Also warte, wir dürfen jetzt, also wir bekommen 500 Elemente, dazu entweder Vote hier, dann 5000 von einer Ressource oder dann halt eine Sache da außen schauen. So, an dieser Stelle beende ich wieder mal unsere Folge. Aus PvP und feindlichen Gründen werden wir jetzt nicht offenbaren, was wir uns geschnappt haben. Ich verabschiede mich wieder mal von euch. Haut rein, möge die Macht mit euch sein. Gespielt habe ich heute mit Crazy, Betonende, Fauxi, Molte, Öni und natürlich mir, Impi und Alle? Nessos. Veranstaltet wurde Blood Cave auf dem Server Underdogs. Wenn ihr hier mitspielen wolle, in der Videobeschreibung findet ihr alles, was ihr brauchen. Ciao, ciao. Blackouts every other night.